Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, willkommen zur 15. Ausgabe von R3E Audi 90 Quattro IMSA GTO und das heute auf dem Nürburgring. Ja, nur drei Strecken haben wir jetzt noch, also Nürburgring und danach noch zwei. Das heißt, wir sind hier bald durch. Nürburgring auf so einem gewissen Grund. Zum einen, die Strecke gibt es erst seit kurzem und zum anderen, auf dieser Strecke am Wochenende die Blancpain Series unterwegs, Blancpain Endurance Series. 1000 Kilometer, glaube ich, waren es am Nürburgring. Und zudem die erste Simracing Expo. Ja, bevor ich dazu allerdings noch ein bisschen ausführlicher werde, wobei so viel Ausführlichkeit wird es bei mir nicht geben. Ich war leider nicht da. Ich habe mir nur den Livestream angeschaut, den es zum Thema gab. Dazu werde ich gleich ein bisschen berichten. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, oder es wurde in den Kommentaren vermutet unter der letzten Folge, dass die KI eventuell mein Setup nutzt. Deswegen sie dann so rumkreiselt. Wir werden jetzt heute mal die Probe aufs Exempel machen. Ich, persönliche Anpassung, Bremsbalance muss sein. Ich werde heute mal das Auto nicht auf weniger untersteuern, sondern auf weniger übersteuern ausrichten. Das heißt, hinten so viel Grip, wie ich irgendwie kriegen kann und vorne dafür dann das Gegenteil. Das heißt, die KI sollte heute mit dem Audi 90 eigentlich besser zurechtkommen. Wir werden es einfach mal ausprobieren und gucken, was bei rumkommt. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurechtkommen, aber ist auch okay. Da ich sowieso nie wirklich zurechtkomme mit dem Auto. Oh, und das Steuern ohne Ende. Aber ihr seht auch, die KI fährt momentan doch relativ ordentlich aus der Kurve heraus. Es könnte also wirklich so sein, dass das Setup, das ich einstelle, auch für die KI gilt. Oder sie kommt einfach nur auf der Strecke besser zurecht. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu leider keine weiterführenden Informationen. Ja, am Samstag, wie eben erwähnt, Sim Racing Expo. Die erste, wohl weltweit die erste. Vor Ort waren unter anderem iRacing mit einem Stand, Sony's Drive Club war da. Da gab es noch eine Fahrt in einem SLS zu gewinnen. Wer war denn noch? Fanatec war vor Ort, was man halt so am Rande alles mitbekommen hat, war doch der ein oder andere und mit einem etwas größeren Aufgebot der Race Room. Es gab nämlich, es gab ja hier auch auf dem Kanal eine Competition vor einiger Zeit, auf dem Nürburgring zu fahren mit den ADAC GT Masters Fahrzeugen, um sich für das Achtelfinale im Rahmen der Simracing Expo, im Rahmen des 1000 Kilometer Renns auf dem Nürburgring zu qualifizieren. Genau dieses wurde also auf der Simracing Expo dann abgehalten. Vier Viertelfinalläufe, Entschuldigung. A 24 Mann. Davon kamen die ersten 12 jeweils weiter ins Halbfinale. Und dort haben sich also in zwei Halbfinals die besten 2x24 gebettelt und daraus kamen die ersten 8 weiter ins große Finale. Alles live übertragen. Mit Kommentar und Pipapo. Und im großen Finale die 16 besten Simracer und leider nur 7 statt 8 Real Racer, die also von der Strecke gerade rüber gehopst kamen und somit ihren Gastauftritt an der Konsole bzw. an den Race Room Simulatoren hatten. Meine Güte. Bremst du auch nochmal irgendwann oder tust du nur so? Ja, es waren zwischendurch wirklich sehr, sehr interessante Rennen im Viertel- und Halbfinale. Auch im Finale. Also es ging auf einigen Positionen, besonders dann, wenn es um diesen ominösen 12. oder 8. Platz ging, der einen gerade so für die nächste Runde qualifizierte, ging es richtig derbe zur Sache. Gab es tolle Kämpfe. War schon toll anzusehen. Am Anfang, im ersten Rennen, standen 21 Audi R8 am Start, weil dieses Auto wohl das Quäntchen schneller unterwegs gewesen sein soll. Fürs Finale hat man dann die Regeln geändert. Deswegen, es darf alles genommen werden, nur keine 8. Und dann hatten wir auch endlich mal ein bisschen Abwechslung. Na, wer hat noch zwischendurch schon ein paar Ford GT, Corvetten und sowas, Z4. War schon
War schon interessant und es gab wirklich faire und tolle Zweikämpfe über Runden. Also im Prinzip das, was mir mit dem Jörg öfter mal passiert in unseren Multiplayer-Sessions, wo man sich dann wirklich 10, 12 Minuten mit immer der gleichen Person im Zehntelsekundenabstand bewegt. Es macht einfach riesig Laune, das ist aus eigener Erfahrung. Und das hat auch da beim Zuschauen Laune gemacht, weil es einfach richtig gut abging. Ja, und als Preise gab es dann auch noch das ein oder andere Schöne. Der Sieger hat... der Drittplatzierte hat eine Gastfahrt in einem Aston Martin gewonnen. Der Zweitplatzierte hat einen Race Room Seat bekommen. Der Erstplatzierte... Durfte der nicht sogar dann auf einem Auto wie an einem Langstreckenrennen teilnehmen? Müsste man nochmal reingucken. Den... meine Güte. Den Stream hat man aufgezeichnet und entsprechend kann man den online noch abrufen. Findet man, glaube ich, über die Facebook-Seite von entweder Race Room oder von Sektor 3. Also, wer da Interesse hat, das Ganze nochmal nachzuverfolgen, einfach mal reinschauen. Irgendwo in den letzten 10, 15 Minuten geht es dann auch um das Thema Preise, beziehungsweise werden eben die Preise dann auch verteilt. Ja, es war auf jeden Fall interessant zu sehen. Ich habe mir den ganzen Livestream angeschaut, auch in der Hoffnung, dass wir noch ein interessantes Interview kriegen. Allerdings waren die Interviews relativ kurz, weil eben doch das Hauptaugenmerk auf dem Wettbewerb lag. Zwischendurch auf der Bühne der Geschäftsführer von Race Room zusammen mit Jay Eckel. Jay Eckel durfte allerdings nur einmal ganz kurz zu Wort kommen und hat auch nicht viel zu sagen gehabt. Wie gesagt, die Interviews sehr, sehr kurz. Eigentlich immer nur ein, zwei Fragen, die man dem Interviewpartner noch stellen konnte. Ging auch um Fanatec, um das, um die neue Wheelbase, wie ihr Lenkräder könnt. Naja. Aber insgesamt ein wirklich interessantes Event und vielleicht bin ich ja dann nächstes Jahr doch dort. Mal schauen. So, jetzt geht es aber mal darum, hier eine ordentliche Rundenzeit hinzulegen. Die KI kommt momentan erstaunlich gut zurecht. Eine Rundenzeit von 2:02 ist jetzt auch nicht gerade wenig. Also ich meine nicht viel, ich meine ist nicht langsam, das wollte ich eigentlich sagen. Die fahren momentan deutlich besser mit dem Auto als ich. Und man sieht sehr wenig ausbrechende Heckteile von den Kollegen. Man hat in der Competition übrigens auch schon die veränderte Tageszeit gesehen. Man hat, glaube ich, die Rennen in der Dämmerung gefahren. Sah schon sehr schön aus. Einer der Kommentatoren meinte, man könnte jetzt auch das Wetter anpassen an die Gegebenheiten draußen, was natürlich nicht der Fall ist. Also draußen hat es geregnet. Was hier drin noch nicht geht, zumindest wurde das von den Devs bisher immer so gesagt. Nur die Kommentatoren sind auch normalerweise, glaube ich, die Langstreckenkommentatoren und daher nicht unbedingt 1:1 mit R3E hier befasst. Aber es war trotzdem ganz interessant zu sehen. Was ich auch sehr interessant fand, war die Technik. Denn der Race Room als solcher ist mittlerweile in der Lage, Livestreams zu übertragen, also richtig gutes Livestreaming. Das heißt, während des Rennens hat man im Prinzip diesen TV-Feed, kann sich auch durch die einzelnen Fahrer klicken und so weiter. War richtig gut gemacht. Auch mit einer tollen Zeitentabelle und auch mit so einem Ladder-System und überhaupt. Also da steckt viel Entwicklung drin und es wäre schön, wenn wir vielleicht so einen Spectator-Modus, Livestream-Modus auch irgendwann in R3E bekämen. Die Technologie existiert ja mittlerweile und vielleicht kommt die in irgendeinem der Updates auch für uns Otto-Normal-Endverbraucher dazu. Mal schauen. Wobei man irgendwie für einen Race Room auch, kundenspezifische Software erstellt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also die haben von Customizing gesprochen, dass man entsprechend für den Kunden die Software zuschneidet. Was genau das auch immer bedeutet, vielleicht bedeutet das unterm Strich nur, dass weniger Entwicklungskapazitäten für R3E an sich zur Verfügung stehen. Keine Ahnung. Es war trotzdem interessant und interessante Technik, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat, erstaunlich. Und vielleicht war das auch der Grund, warum man dann dringend den Multiplayer-Modus noch zum Laufen bringen musste. Ich glaube, das geht im Race Room schon länger, als es hier in R3E der Fall ist.
Denn die haben, glaube ich, im Ring Boulevard, wo ja die Sim Expo auch stattfand, schon seit längerem auch einen Simulatorpark aufgebaut, die Race Room-Leute. Und da geht es mit dem Multiplayer, glaube ich, auch schon länger. Aber trotzdem interessantes Event. Dafür, dass das Ganze auch relativ billig ist. Ich glaube, Eintritt war an 15 Euro für einen Tag zum Rennen. Der Eintritt in die Expo war kostenlos und von daher, ja, warum nicht, ne? Man muss halt nur hinkommen und ein Hotel finden. Ja. Ja, ist sicherlich ganz interessant, mal mit den Leuten zu sprechen, die ja, zum Beispiel von R3E da sind. Also Jekyll war da und ich glaube auch der französische oder belgische Kollege, der in den beiden Twitch-Livestreams zu sehen war, dessen Name mir leider schon wieder entfallen ist. Den habe ich zumindest, glaube ich, aus dem Augenwinkel öfter mal gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Dann eben auch der Geschäftsführer von Fanatec, welche Leute von iRacing, welche am Freitag, wenn ich das richtig verstanden hatte, die Nordschleife vorgestellt hatten für iRacing. Nicht, dass ich mir die jetzt holen wollen würde, aber... Ach, scheiße. Doch interessant, dass es in iRacing jetzt auch Einzug erhält. Man hat dann auch gesagt, dass die Community, selbst die amerikanische, von der Nordschleife viel hält, dass es selbst da drüben höchstgradig populär ist und eben nicht nur auf Europa oder Deutschland beschränkt ist, die Popularität der Nordschleife. Ich habe es immer noch nicht geschafft, eine saubere Runde zu Ende zu fahren. Schlimm. Die KI kommt dafür immer besser zurecht, die hat ihre Zeiten nochmal um eine Sekunde verbessert. Wenn ich jetzt also fürs Qualifying ein Setup aufbaue, das für mich eher fahrbar ist, dann könnte es also sein, dass ich der KI wieder den Rang ablaufen kann. Hey, Jesus. Na. Heftiges Untersteuern. Ja, ich war heiß, dass die Runde nicht gültig war. Und die wird's auch nicht. Da ich die Bremsen zum Blockieren gebracht habe und dann keine Einlenkung mehr stattfand. Da ist das einen mischt. Na, dann kann ich es jetzt auch gleich lassen in dieser Runde, weil das jetzt eh die letzte gezeitete werden würde. Gut, dann geht's mal weiter um Qualifying und schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas reißen können. Na, super. Ich bin nicht gerade weit gekommen, gell? Was ich jetzt noch eben machen möchte, wäre die Übersetzung ein bisschen kürzer machen. Da ich ja weder auf der Start- und Zielgeraden noch auf der Geraden vor der NGK-Schikane in den sechsten Gang kam. Fällt mir doch gerade ein. Dass ich euch hier noch einen speziellen Service einblenden muss. Damit ihr auch irgendwas mitbekommt von der Geschwindigkeit und den Gängen.
Fahr mir nicht hinten rein, KI. Hm. Drückt die sich einfach durch. Echt sowas. Jetzt möchte ich bitte schön eine gültige Runde haben, wenn es recht ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh gebremst. Ah, nein. Doch, nein, jetzt nicht mehr. Schade. Die Strecke liegt dem Auto eigentlich relativ gut. Wenn man das Auto halbwegs kontrollieren kann, dann passt das fast wie Arsch auf Eimer. Zwei Minuten, 660. Das soll ich unterbieten. Auf jeden Fall nicht, indem ich übers Gras fahre. Das hat schon wieder Zeit gekostet, dieser Drift. Schnell war das jetzt alles nicht. Ganz offensichtlich. Ich glaube, ich habe auch die KI-Schwierigkeit für einen Audi 90 relativ hoch eingestellt. Ich glaube, 95%. Oh. Zwei Sekunden bereits im ersten Sektor verloren. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kann ja gleich ein Chaosrennen werden. Wow! Scheiße. Ich habe jetzt die gefühlt 20. Runde gefahren und noch keine Zeit. Naja, die 20. Runde natürlich nicht. Das ist schon bitter. Das war doch klar, dass ich da ein kleines bisschen zu eng reinkomme.
Aber Schaden ist ja aus, zum Glück. Nicht so weit raus. Ah, jetzt bin ich wieder zu weit draußen. Na, okay. Es hat, glaube ich, keinen großen Sinn. Oh, jetzt ist gerade der Wurm drin. Und da dran denken, nicht vom Gas gehen, sondern erst recht Gas geben, um das Auto wieder gerade zu stellen. Ah. Gut. Jetzt mal das andere Extrem, mal gucken, ob die KI jetzt immer noch so feuchtfröhlich durch die Gegend fährt. Das ist ein wenig mehr Quergang, als ich erwartet habe. Okay. Vielleicht hätte ich das andere Setup doch drin lassen sollen. Hm. Scheint die KI alles nicht zu interessieren. Also fährt die doch ihren eigenen Stiefel, ihr eigenes Setup. Und hier fährt sie irgendwie deutlich besser als in Oschers Leben. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich sie jetzt ein bisschen höher eingestellt habe aufgrund des Rennens mit den Daytona-Prototypen, dass ich ja in N3E gefahren bin. Geht zwar schön quer, aber schnell ist das sicherlich nicht, was ich da treibe. In der Zwischenzeit hat sich nicht viel geändert. Ob jetzt 2 Sekunden oder 2 Sekunden, ist eigentlich ungefähr das Gleiche. Und wieder eine ungültige Runde. Scheiße! Ich gehe noch kaputt in dem Laden hier. Ja. Wilde Achterbahnfahrt. Oh Mann.
Lustig ist das auf jeden Fall. Aber schnell war es, glaube ich, gerade mal nicht. Ups, falsche Richtung. Also machen wir das wieder so wie gerade eben. Es fühlt sich ein bisschen besser an, wenn das Heck stabil ist bei dem Auto. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, viel reißen werden wir während des Rennens nicht. 7 Runden. Los geht's. Natürlich der letzte Startplatz ohne Qualifying-Zeit. Ah, da hat sich doch mal einer rausgedreht. Selten Anblick heute. Gibst du mir meinen Platz bitte wieder zurück, ja? Nein? Zu weit raus! Au! Und noch einen Platz verloren. Wow! Das war nicht nett, liebe KI. Bis dahin ging es ja noch halbwegs. Aber dann dieser kleine Boxer hier, der Linkskurve, der war nicht gut. Die Stabilität des Fahrzeugs. Ja, das war auch nicht sonderlich schnell. Ein bisschen zu viel auf die Bremse gegangen. Ah. Und das hat ziemlich viel Zeit gekostet, weil ich ziemlich weit rausgerutscht bin. Ah, Mann, momentan wirklich ziemlich wurmmäßig. Bisschen beruhigen und dann wieder voll angreifen. Immerhin, wir sehen sie da vorne noch. Sie sind noch nicht so weit entfleucht, wie ich befürchtet habe. In der Kurve verlieren wir eine halbe Sekunde.
Ja, gib doch mal Gas. Zu weit raus. Ach, scheiße. Wieder Zeit verloren auf die Meute da vorne. Mann, so, ich verliere jede Runde ungefähr eine Sekunde. Habe also die KI wohl ein bisschen zu stark eingestellt. Sehr, sehr schade. Ich dachte, wir könnten uns hier einen ordentlichen Fight liefern. Wir hatten einen sehr, sehr guten Start ins Rennen. Immerhin bis auf P14 sogar, oder? Ja, doch, 14 vorgekommen. Aber momentan sieht es alles nicht so rosig aus, was hier abgeht. Wieder eine ungültige Zeit. Ein bisschen zu früh reingebremst. Nein, wir haben uns jetzt gerade um eine... Na, okay. Haben uns doch nicht. Einbildung ist auch eine Bildung. Und wieder zu weit rausgekommen. Was ganz viel Zeit kostet. Ich wollte sagen, wir haben uns wieder um eine halbe Sekunde rangearbeitet, aber der Schein trügt wie so oft. Ah, eine Sekunde verloren über diese eine Kurve. Zum Glück ist kein Schaden an. Aber damit würde ich sagen, ist das Rennen gelaufen. Auch wenn wir, naja, irgendwie noch mithalten konnten, wir waren sowieso schon die ganze Zeit zu weit weg. Und wir sind auch ständig zu langsam mit diesem Auto. Sehr, sehr schade. Steuern ohne Ende. Immerhin kann man das Auto sehr einfach in den Drift bewegen. Ob das irgendwie vorteilhaft ist, weiß ich nicht. Ja, schon wieder zu spät gebremst. Das war ein zu großer Driftwinkel. Nein, schon wieder aufs Gras. Sorry. Und falsche Richtung, falsche Richtung. Ah, madre. Mia. Oh Mann. Ah, bisschen zu früh angefahren. Ja, die KI ist jetzt weg. Leider, leider. Die letzten zwei Runden werden wir noch irgendwie alleine überstehen müssen.
Das war auch ein wenig zu viel Winkel. Ich dachte, du nimmst das Ding mal im lockeren Drift, aber nee. Das war mehr als ein lockerer Drift. Nein, das war wieder zu weit raus. Zu viel Stillstand, schade. Aber mit dem neuen Force-Feedback kann selbst so einer wie ich halbwegs irgendwie in die Richtung kommen von sowas wie Driften. Oh, so wenig gebremst und deswegen zu weit gefahren. Ich sag nicht, dass das jetzt schon wirklich Driften ist, aber es gibt einem zumindest jetzt das Gefühl, dass man es tun könnte, wenn man denn noch ein bisschen übt. Das finde ich ehrlich gesagt schon cool. Du merkst einfach, wie das Auto arbeitet und ja, das ist echt richtig coole Sache. Nein, das war zu viel Körper. Und das war die falsche Richtung. Tötz. Ein bisschen daneben passiert. Nein, falsche Richtung, Auto. Ah. Das fühlt sich echt komisch an. Ja, das Rennen ist jetzt leider auch rum. Also die Chance haben wir irgendwann weggeworfen, als wir diesen groben Fahrfehler gemacht hatten vorher. Ja, P13 sah ganz gut aus. Leider wurden wir dann ein bisschen rausgeschoben und sind auf die 24 zurückgefallen. Danach haben wir den Anschluss nicht mehr finden können. Aber es war zumindest in der Anfangsphase wirklich unterhaltsam. Und danach einfach mal so ein bisschen mit dem Auto rumspielen, ein bisschen
in den Drift bringen. Auch das hat eigentlich relativ gut Laune gemacht. Schade, dass ich euch jetzt nicht mehr zeigen konnte, irgendwelche packenden Fights. Das Thema mit dem Setup, denke ich, hat sich gegessen. Die KI macht, was sie will. Und auf einigen Strecken geht's, auf anderen Strecken geht's nicht. Vielleicht liegt es jetzt auch an der KI-Stärke. Ich werde das Ganze nochmal untersuchen müssen, irgendwann irgendwie. Naja. Auf jeden Fall ein tolles Auto, schöne Strecke. Mir hat Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Wenn ja, dann bitte Däumchen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei einer der nächsten Folgen wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.